Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen bei Ark Scorched Earth. Tja, ihr habt's gehört. Die Melodie ist erklungen. Der Dodo Wyvern ist erschienen. Und wir werden auf Jagd gehen, selbstverständlich mit reichlich Unterstützung. Heute sind wir nicht nur mit Danu, Xa, Matze und Co. unterwegs, sondern mit sagenhaften 21 Leuten, die hier im TS unterwegs sind. Ich grüße euch. Servus. Hallo. Hallo. Okay, das war gut. Genau, wir haben volle Hütte und wir werden jetzt den Dodo Wyvern mal suchen gehen. Alle sind auf Drachen oder anderem flugfähigen Getier unterwegs. Und ja, mal schauen, wo sich das Vieh hier rumtreibt. Ich bin so frei und gebe mal ein bisschen Gamma-Wert ein, damit man auch im Let's Play was sieht. Hab ihn. Sagst du was? Mhm. Na gut, Idee. Das war nichts. Also, in der letzten Folge haben wir ja schon mal ganz kurz drüber geredet, was wir für einen Plan haben. Wir wollen den mit Geschütztürmen einheizen. Wir werden ein weiteres Häuschen daneben bauen, wo wir die Betten aufbauen und ein bisschen Verpflegung und Versorgung haben. Heute klappt es besser, Danu. Unsere letzte Folge hat nie stattgefunden. Ich bin mir ganz sicher. Wir haben nämlich Friendly Fire aus. Unsere Drachen können uns jetzt nicht mehr umbringen. Aber nur bis der Dodo Wyvern lebt. Ja, genau. Danach ist wieder ein. Lustig. Also ich bin beim blauen Pinökel unterwegs. Wir verteilen uns jetzt, denke ich, so ein bisschen über die Karte. Ich auch. Ich suche gerade also die Spots, ob ich kenne. Ich bin hinterm Roten. Ich fliege gerade Richtung Kolosseum. Wunderbar. Gerade Richtung Weibernschlucht. Welche Höhe fliegt denn der? Ziemlich tief. Also man muss nicht hochfliegen, großartig. Eher über den Boden kratzen. Ach nö. Nur aufpassen, dass du nicht in ihn reinfliegst. Das wäre sehr unpraktisch, ja. Dann wissen wir es aber sehr schnell. Also wenn wir das sehen, Kind von Dodo Wyvern, dann wissen wir, dass du da bist. Ja. Ja, aber dann halt nicht mehr wo, ne? Nicht wo. Ist, also beim Kolosseum ist nichts. Pezi wollte doch eigentlich auf einer Motte mit angreifen. Findet das statt, oder? Ich durfte nicht. Du durftest nicht. Unsere Geheimwaffe. Die Kampfmotte. Was nimmst du denn jetzt, Pezi? Ah, die war zu overpowered. Boah, hab ich mich gerade erschrocken, ne? Was kommt dann mit Nagendavis zu? Nein, mit egal, was für ein Drachen vorbei ist, aber ich hab mich gerade erschrocken. Ich dachte gerade schon, ich hab so einen ekligen Zombie-Wivern gefunden, weil da so ein hässlicher Wasserkäfer in der Luft geflogen ist. Oh Gott, Einzilein, was ist denn da los? Also nicht doch jetzt schon vorher. Ja, runtergefallen. Muss ich die UI doch wieder einschalten? Also ich habe einen Lightning Wyvern an der Backe. Das ist gut. Aber und ich habe meine Glückskeule mit. Wer auch immer da gerade an mir vorbeigeflogen ist, ich deute das mal als, hier brauche ich nicht weiterfliegen. Genau. Also ich bin an der Schlucht und fliege da im Zickzack. Wir sind 20 Leute und finden ihn nicht. Moment. Wir haben es doch erst 16 nach Mitternacht geholt. Ja, wir haben die Nacht ordentlich verlängert. Ich glaube, ich habe PC gefunden. Wow. Ja, hab ich. Machen wir den so lang platt. Nur wenn er seine Motte hat. Nee, Archie. Nee, dann können wir nicht platt machen. Bonfire-Weibern, das ist doch nicht, oder? Nein. Wer hat denn eine Federmaus aus Kürbissen gebaut? PC ist gekickt oder wie ich das? Ich bin gekickt, ja. Heinz, kommst du da hin oder? Nee, warte, ja, ich versuche es. Wir warten gerade bei PC in der Nähe. Ich? Kannst du noch ihm schauen, wenn er. Bin raus schon ist? Auf dem Rückweg. Da ist er wieder. Also, er war direkt neben dem Wyvernkäfig. Gibt's doch gar nicht. Tja. So viel Drachen unterwegs. Ja, man zuckt jetzt bei jedem, den man sieht, ne? Ja, ja, ja. Ich zucke vor allen Dingen bei jeder Oase, die irgendwo spawnt und ich noch nicht so die Konturen richtig erkenne aus der. Sucht ihr alle nur in der Wüste oder sucht doch wer im Land? Also ich bin im Land. Wüste. Okay. Wüste. Ah, okay, PC, bist wieder drauf. Ja, also, danke schön. So 99% spawnt da eben halt in Wüstennähe am Rand. Ja. Am Rand aber zum ab und zu auch mal im zum Land, genau. Ja, ich spiele gerade mit einem Blitzwippern. Ihr meint, der ist eher so in Bodennähe. Ja, aber der ist aus der Schlucht rausgekommen.
wir haben ja auch noch das Problem, ne? Wir wissen ja natürlich nicht, was das für ein Level ist, der uns da jetzt blüht. Das heißt, da werden wir dann auch schauen, wenn der jetzt 120 ist, werden wir dankend ablehnen. Ja, dann werden wir wahrscheinlich sagen, komm, wir warten dann doch den lieber nächsten. 3 Tage. Ja, warten wir mal kurz, dann machen wir einen kleinen Cut und dergleichen. Aber wenn er jetzt halbwegs vernünftiges Level hat, dann werden wir es probieren. Was? Irgendwas? Von unserem Obelisk. Nein, das ist dein Zeug. Achso. Tja. Also ich bin jetzt gleich beim gelben Obelisken und irgendwie... Da ist nix. Ich halte das für ein Gerücht, diesen Dodo-Wibbern, den gibt es. Heinzelein! Was machst du denn? Das ist ja super, wir kriegen die Todesmeldung schon bevor überhaupt der Kampf losgeht. Das kann nur gut werden, das ist sehr geil. Der Kuya, also wenn es der Terror-Wibbern schon schafft, dann hat der Dodo-Wibbern, glaube ich, nicht viel zu tun. Also ich habe ihn gefunden. Was? Wo ist er? 17,3, 81,5. Kannst du eine Flair hochjagen? Ja, mach ich gleich. Das und ist ungefähr wo? Kannst du mal ganz im Norden, 17,3. Oder hast du X zuerst gesagt? Latitude. So wie es halt auf dem GPS steht. Ja, okay, dann ist es dann ist es erst X, das heißt also Richtung grüner, also am blauen gerade vorbei in Richtung grün so gesehen. Also du fliegst zum blauen und von da aus an der Wüste entlang zum grün. Grün ist gelb, ne? Aber da bin ich doch gerade lang geflogen. Ja. Ja, ich auch. Sind da Lootstrahlen, die runterkommen gerade? Irgendwie in der Nähe? Ja, blauer und grüner. Das ist eigentlich direkt beim Grün. Ah. Oh, da bin ich ja gerade in der Nähe. Ein bisschen weiter in die Wüste rein. Da bin ich gerade vorbei. Aber da war ich zu nah am Land wahrscheinlich. Hast du eine Flair schon? Jetzt noch ein bisschen genauer. 21,8, 75,1. Eins, ich hol dich an der Basis. Okay, dann fliege ich in die richtige Richtung. Oh gut. Was hat er denn für ein Level, Rocky? Hast du Klamotten? Das habe ich noch nicht geguckt. Ich bin noch nicht nah genug angekommen. Also beim Grünen in der Nähe? Ich schieße jetzt erstmal auf. Pass auf, Tobi macht gleich rechtsklick und dann ist er schon tot. Okay, deine Flair sehe ich. Und wo ist er? Ich hab grad eine Flair. Ach du Scheiße. Der irgendwie wirkt der größer als davor. Okay, also schauen wir mal, was das für ein Level ist. Notstrahl. Ja, jetzt weiter in die Wüste rein dann. Ganz gut. Ja, ich hab kurz ein bisschen Ausdauer gebraucht. Moment. Da bin ich vorbeigeflogen und habe nicht gesehen. Bleib stehen, Junge. Ich bin leider vorher abgedreht, da war ich nicht. Level 44, ich glaube, den müssen wir nehmen. Danke. Gut. Ist die Flare an das, was gerade so auf dem Boden runtergefallen ist? Ja. Okay, dann sehe ich. So. Verdammt. Ja, ich bin auch gleich da. Dreht ab, dreht, geht nicht zu nah ran. Ja. Okay, wir bauen in Richtung Land auf, würde ich vorschlagen. Ja. Am grünen da, also am gelben, in der Schneise da. Ich feuer auch nochmal Flares ab. Ach nee, da ist ja, sind ja Bauten. Lassen wir lieber. Ah, da. So, eine da Flare ist nochmal abgefeuert. Hoch. Und genau dort, wo ich stehe, würde ich vorschlagen, bauen wir das auf. Das Bettenhaus, oder? Ja, hier das Bettenhaus noch ein bisschen noch weiter Richtung Land. Ja, genau. Okay. Hier ist halbwegs eben, deshalb würde ich hier die Turrets aufbauen wollen. Eigentlich genau da, wo der Giftdrachen hier steht. Ich weiß nicht, wer es ist, Xa. Bin ich, ja. Da, wo jetzt die Flares sind, ne? Ja. Oder ach, da! Okay, ich habe jetzt noch eine kurze Zwischenfrage. Wo ist der Dodo-Wibbern? Hinter der Düne, wenn du jetzt Richtung Wüste rausgehst weiter. Da, wo die Flares gerade runterkommen, da ist es. Ah, okay. Laura, also bist du schon da? In die Richtung. Ja, dann fress ich schon mal hier Sachen weg. Genau. Komm, etwas mal Richtung weg. Land. Bitte gibt die schon Drachen, fast nichts mehr. Bitte die Drachen von der Fläche. Ich stelle mich mal jetzt als Mannequin da auf die Fläche. Bitte die Drachen außen hin, dass wir dort frei bauen können. Und was dann... Derjenige, ich glaube, das war Deva mit den mit den Foundations, dann legt man hier los. Also lustig wäre es, wenn ihr bei Laura mit, oder? Achtung. Ja. Nicht so weit jetzt in die Richtung, gell? Da kommt er. wenn jetzt noch ein Deathworm kommt. Das wäre jetzt möglich. Deathworm, ne? Ja, den kauen wir doch schnell weg. Ist ja kein Thema. Ich wollte gerade sagen, lustig für den Deathworm. Ja. Okay. So, dann die Leute, die Turrets haben, bitte. Mit den Turrets jetzt zu der Fläche kommen. Ja, dauert noch. Baust du mal auf? Dann machen wir da frei. Gut. Ja. Die anderen, die gerade nichts zu tun haben, können die Fläche leer machen. Machen wir schon. Genau, wunderbar. Durchkauen. Nur passt um Gottes Willen auf den
Wir waren auch. Ja, nicht hinter die große Düne. Nicht hinter die große Düne. Das habe ich gerade schon fast gemacht. Um Gottes Willen. Ja, ich sehe schon. Also so ein Fehlpull, das wäre so das, was uns heute fehlt. 3x5 sind es jetzt, ja. So, dann ja, bauen wir eine mal fehlt. Auf. Eine fehlt. Ja. Na, Glückwunsch. Alles im Arsch. Die ist gespoilt. Wegen dir können wir es jetzt lassen. Klappt hier. Oh. Nur Anfänger. Hat man nicht gemacht. Bauen eine Thatch Foundation. Oh. Wir haben, glaube ich, wenn ich das so richtig gesehen habe, locker 20 Turrets am Start, oder? Mehr noch, ne? 30 wahrscheinlich bald. Wo kommen denn dann die Betten hin? Bauen wir gerade schon. Wir sind etwas weiter Richtung Land. Ich nehme an, die Flergun ist das Ziel, immer noch. Ja, Ying, wo bist du? Ich schieß auch nochmal eine. Auf dem Weg zum blauen Pinökel. Wieso das? Ah, da seid ihr. Weil ich nehme an, die... 1781 ist, ach so. Ja. Nee, du, wir sind eher, also der nächste Pinökel ist der gelbe. Ja. Oh Gott. Dodo Wibern heißt jetzt ein Bett, ja? Wo kommt denn der S-Plus-Tisch hin? So, bitte, rein. Bitte die Turrets aufbauen und noch nicht befüllen, Xa. Achso. Bauen wir einen befüllen. Hin. Ich hab dir schon ich mal ein bisschen was von Zombie-Wilvern, die verteilen sich gut, ne? Nicht. Ja, die laufen ein bisschen rum, aber die bleiben sehr nah bei ihm. Naja. Bei Deva ist Musik. Ist. Marsch. Hier, da hinten, wo die Flair, die andere Flair brennt, ist ein Zombie-Wilvern schon, ne? Ja, wenn einer kommt, ja, muss man notfalls weggrillen. So, Rüstungen und Raketenwerfer liegen im S-Plus-Tisch, genauso wie Gasmasken, bitte falls alle, jemand noch keine hat. Bitte alle Turrets zur Fläche. Sanitöter und so. Ja, ich bin gerade erst angekommen mit den Drachen. Es liegen auch noch ein paar Raketenwerfer-Munition in dem Tisch. Die Fläche ist ein bisschen weiter dahinter. Kann jemand versuchen, den Schwiegerdrachen runterzuholen, solange? Der schwebt nämlich noch ein bisschen. Wo seid ihr jetzt? Also ich habe noch Foundations und Wände da, falls jemand braucht. Nicht wirklich gerade. Baut die da drüben auf und... Zwischen dem grünen und dem blauen Pillar. Sani, links rum. In der Wüste. Also nicht zu weit rückwärts. Reinfliegen. Sani? Ja, ich such dich gerade. Ah, hinter, hier, bei der Fläche, hier, wo die Bauten sind. Ach, da. Da, wo die Giftwolke speit, genau. Was, Giftwolke? Nee. Aufhören! Bin blind! Wer hat diese Tür gemacht? Ich. Schalt jetzt die Autotüren aus. Ja, bitte. Da. Sehe ich die Fläche mit der Zeit. Bleib mit dem dranstehen. Ich weiß nicht, wohin du dich heran. Wunderbar. Also Ying, du baust direkt dran, dann machst du da den Generator rein. Genau. Wunderbar. Den Ersatzwivern von mir stelle ich zu den Betten. Wo sind jetzt mal dieser unmögliche Sanitäter? Dort. Ja, ich bin schon dabei. Auf nur aus oder manuell? Okay. Manuell. Gut. Kannst du als allererstes den Generator mal aufstellen, Ying? Dann kann ich nämlich die Turrets schon mal kalibrieren. Velo? Kannst du auch jetzt schon machen. Wäre mir lieber, wenn sie einmal an waren, damit das auch auf jeden Fall gespeichert ist. Ich bringe jetzt noch meine Foundation mit. Das soll ja auch so auf jeden Fall gespeichert sein. Wir hatten es nur so ausprobiert, deshalb würde ich es jetzt auch gerne wieder so machen. Okay. Verpflegung ist im Haus. Mhm. Baust du in die Mitte von dem Bau oder ja oder so, genau. So, dann brauchen wir einen. Das hat eh, also von daher... Ja. So, lass mich Arzt, ich bin durch. ein Kabel hier rein und in die Mitte des Outlet, das sollte eigentlich dann ausreichen. Tada, 25 Foundation. Wunderbar. Wunderbar. Das es ist, als wäre nie hier. Was gewesen, Caro, ne? Das merkt keiner. Das hält, bis wir weg sind. Wetten? Wahrscheinlich sind wir schneller weg als alles andere, ja. Sehr gut. Nee, das wird gut. Da bin ich überzeugt. Du brauchst einfach nur nach links jetzt legen. Das, ja. Ja. So. Wo ist der Schwiegerdrachen? Das Schwiegermonster.
Ich finde das immer noch so gut. Die Namen sind das Beste, ja. Versteht das denn? Ja, das reicht, das reicht. Da ist einfach ein Outlet dran. Diese komischen Zombie-Wivern greifen da die Viecher an, die da rumlaufen. Das heißt, ja, der eine hat sich eben zu uns gedreht. Sehr, sehr gut. Der Zwiegertrachen denn weiblich? Dein Ersatzdrachen hingestellt? Koya? Ich hab meine der Turret bei mir ist nicht angeschlossen. Gut. So, ich bin mit dem Schwiegerdrachen da. Der ganz vorne bei mir. Moment, dann mache ich sie doch nochmal an die Wires. Was haben wir drin? Nur Munition. Der ist nicht angeschlossen. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, die Outlets haben nur 4 Foundation Reichweite. So, damit und haben wir noch ein bisschen... Ah, ihr habt ja, ja dann machen wir noch eins hin, ist doch kein Problem. Nee, lass, dann machen wir die Turrets hier vorne hin. Der ist auf jeden Fall angeschlossen. Wir haben eh mehr Platz als Turrets quasi, also insofern passt das. So. Cool, und Lichter habt ihr auch, dacht passt. Genau. Baulicht also Bettenhaus ist fertig. Gut, dann mache ich jetzt die Turrets. Wo steht denn meiner da? Targeting to all targets. Nein, to players, to wildlife. Da, das wollen wir. Ja. Jetzt ist er weg. Hat jemand gerade ein Turret aufgenommen? Nein. Hm. Gott, ist das Viech hässlich. Targeting to all targets, to low. Wo sieht man denn die Distance? Ah, range high. Okay, dann. Copy. Wo haben wir einen Generator denn? Paste. In der Rostock? Wunderbar. Only wild. Wir haben es ja. Feuerwerk. Schön ist es hier bei dir, Danu. Ja, okay. Richtig gemütlich. Ich suche mir schon mal ein Bett aus. Ja, ist okay. So, wer sich jetzt wundert, was ich hier eigentlich mache. Es gibt mit der S-Plus-Mod tatsächlich eine kleine Pistole, die man bauen kann. Damit kann man die Turret-Settings kopieren mit Rechtsklick und mit Linksklick feuert man dann auf einen anderen Turret und fügt diese Settings ein. Das ist relativ schick. Bitte keine Turrets aktivieren. So. Das mache ich dann, ne? Ich doch. Ich pack nur Munition rein. Nee, nicht. Keine Munition was? Rein. Mache ich gleich. Die machen wir gleich alle aus, der Strom ist gleich aus, damit die nicht ballern jetzt. Achso, ich nicht da, was die ballern könnten. Das ist das, was du sagst. Ja, wenn selbst dann gehen 2 Schuss drauf, mein Gott. Das machen wir gleich alles gebündelt. Ja, 20.000. Ja. Hat beim Bettenhaus, wer wird nichts verschwendet. Hat noch jemand Turrets? Ganz kurz, da kommt ein Ich hätte noch auf 5. Uns zu. Ja. Ich hole dir Benzin. Das ist noch weit genug weg. Hab schon gefunden. Ja, wenn du noch Turrets hast, einfach mit auf die Fläche. Wer noch hat, draufstellen. Oder sagen, wo sie sind, dann baue ich sie auf. Ich kann sie dir gerade hinwerfen, dann kann ich den anderen Kram machen. Ja. Wo bist du? Ich habe momentan ein bisschen... Da. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, da. Sehr gut. So, wir sind optimal hier ausgestattet. Ich muss sagen, ich bin zuversichtlich heute. Dieses Mal haben wir mehr Turrets als beim letzten Versuch auf der The Island Map. Oh ja. Vielleicht auch ein bisschen mehr Munition, oder? Ein bisschen. Ganz geringfügig mehr. Und man muss auch dazu sagen, die Drachen, die wir hier am Start haben, sind ja auch ein bisschen stärker als die Dinos. Frage. Drachen-AOE geht jetzt, ja? Ohne ja. Die zu töten. Ja. Es bringt aber nur Sinn, wenn der Blitzdrache. Ich wollte nur wissen, ob ich rechte Maustaste drücken darf. Ja. Du darfst. Ja. Also nur die Blitzwivern machen rechts, oder? Ja, alles andere bringt nichts. Ach, habe eigentlich irgendwo noch eine Gasmaske? Ja, im drüben Bettenhaus, bei den Betten in der Schmissi. In der, ja. Weißt du, was mir da gerade auffällt? Was nicht denn? So praktisch ist? Dadurch, dass jetzt Jings Haus dort 3 hoch ist, müssen wir aufpassen, dass der Dodo-Wiver nie in die Richtung geht, weil sonst ballern die Turrets am Ende gegens Haus. Nein, die hören ja auf, wenn sie ihn nicht im Turret im Ziel haben. Ja, aber trotzdem wäre doof, ihn da hinten rauszuziehen.
Ja, idealerweise machst du es da längs nach. Idealerweise kommt er genau von der, also ballern wir genau von dort ab, wo er herkommt. Und wir stellen uns ums Haus rum auf. Da in die Richtung. Ja, oben kann doch, auf dem Haus kann doch auch locker ein Drache sitzen. Vielleicht kann man das sogar ein bisschen ausbauen, dass oben zwei Drachen sitzen können. Wir müssen uns noch in Gruppen einteilen, weil wir passen nicht alle um den Wyvern rum. Ja, ja, wir machen sowieso in Wellen, die sich mal aufstellen und... Wenn die vorderen wegfliegen, genau. Nachrücken. Genau. So, und dann wieder außen. Wie ist überhaupt der Plan? Bleiben wir auf dem Boden oder fliegen wir? Wir bleiben am Boden. Okay. Okay, kann jemand den Strom abdrehen? Kann ich sofort machen, ja. Sehr gut. Oh, ich kann mich nicht bewegen, das war zu viel. Ja, ich kann auch gleich ein Stückchen vorlaufen. Wo ist eigentlich Kojas? Da ist Kojas. Ich nehme jetzt ein bisschen Fleisch raus, gell? Die nächste gute, ja, klar, die nächste gute Fähigkeit von dieser Pistole ist mit G, füllt man immer genau von wegen. Ja doch, geht mit G. Ach, die ist voll. Die sind bereits voll hier vorne. Die erste Reihe ist fast voll. Okay. Ein bisschen Zeit sparen. Troja, soll ich hier eine Crafting-Station hinstellen, für die Munition reinzustellen? Nö, eigentlich nicht, oder? Im Generatorenhäuschen wäre jetzt... Ja, gut. Ich glaube, so viel Munition haben wir nicht die ganze Zeit. Wenn so viel Munition da ist, dass sie nicht reinpasst. Nee, Dark Shadow ist doch von Negona, oder? Ja. Wir kriegen Gewitter. Super. Jo. Aber das stört uns ja nicht wirklich, außer es ist der Expans. Wenn es nicht direkt warten, über uns ist, ja, wir müssen schauen, wo es ist, aber wir kriegen gerade Gewitter. Das ist ja, aber das geht die Autotür jetzt nicht, ne? Nee, wir dürfen jetzt nicht den Kampf anfangen. Da müssen wir wirklich, wir haben ja die Nacht länger gemacht, dann müssen wir das jetzt aussitzen. Naja, Worst Case wäre eigentlich Sandsturm. Ja, das stimmt. Worst Case ist Sandsturm, wenn wir da ohne Stamina sind und keine abhauen kann. Oh ja. Im Zweifelsfall muss man halt die Zeit zurücksetzen. Schwede. Da könntest du bitte von den Toren runtergehen. Jo, ich bin nur ein bisschen hin, dass Koya nicht so mitlaufen muss. Sicherheit? Was ist in Sicherheit? Den Chaboa habt ihr in Sicherheit gebracht? Nö, der ist ja noch ist ja keine Gefahr. Hat noch jemand Munition in seinem Drachen? Ja, bei Gedanksa. Ja, in Tor. Ja. In Tor ist auch noch. Noch. Wer öffnet da gerade die Packung? Ja, da ist irgendjemand, ist gerade am... Bier trinken. Bierflaschen klirren auch gerade. Die Chips-Tüte rausholen, gleich wird's spannend. Dann die Tüte, wo ist dein Grabstein? Mein Drache steht da vorne irgendwo in der Ecke, wieso? So. Nein, den Grabstein. Der eine Turret, vor dem ich stehe hier, Sunny, der hat nur 700 Schuss. Ich hüpfe mal. Wo ist hier das? Hier, ich hüpfe. Hinter dir. Umdrehen. Na toll. Da. Werde wieder hier vollgespuckt. So. Oh je. Oh, okay. Alle Truppe auf dem Koja. Ah, oh, bitte. Feuerwehr. Hier ist noch einer ohne jeglichen Schuss. Hier. Haben wir geglaubt, dass es dunkel sein wird? Oh, bitte mal nicht ballern. Das macht es jetzt schwierig, echt. Wir müssen uns eher ein bisschen beeilen. Sunny, hast du noch Schuss? Nein, ich habe alles verteilt. Ist in Tor noch Schuss? Wo ist mein Tor? Morellatops. Morellatops ist noch, okay. Ja, im Tor. Nein, hier in der Box. Da hast du es in den Tisch reingetan. Okay. Gut, Tor ist leer. Gut, hier im Crafting Table. So, hier machen wir noch rein. Im Crafting Table ist noch, dann machen wir das noch raus. Jetzt müssen wir leider eh aufs Gewitter. Huch, nee, das waren ein paar falsche Schuss dabei. Moment. Die brauchen wir nicht. Ja, jetzt müssen wir das Gewitter echt abwarten. Das ist schade, aber es ist. Naja, besser jetzt als. Anfangt, dass wir wissen, wo es ist. Besser jetzt als später, ne? Also. Wie heißen die Betten? Eines heißt Dodo Wibern. Nee, zu viele Betten. Brauchst du das schon oder was? In der Wüste außen. Er will weg. Ich will weg. Strafprägel. Verdammt, der hat mir meinen Kraftteil geklaut. Motte holen. Nein, ich habe meine Ersatzunterhose vergessen. Hier sind noch saumäßig viele Turrets ohne Schuss. Die wir müssen die mehr verteilen. Punkten. Ach nee, weißen ist? Punkten. Welche sind denn noch ohne? Die in der Mitte hauptsächlich. Soll ich euch helfen? Verschieden. Oh, ja. Die brauchen länger, die Dinger zu befüllen, als wir die Häuser und die Boden. Ja, du, das ist aber auch nicht ganz ohne. Also, es sind ein paar Schuss. Wie viel Turrets haben wir da? Einige. Die spawnt jetzt gleich wieder. Nee, wir haben ja hochgedreht. Also. Ist erst 2 Uhr. Eben, easy. Außerdem kann man es zurücksetzen. Und abgesehen davon. Nein.
müssen wir warten jetzt, weil Gewitter und so. Kurze Zwischenfrage, bin ich bei euch rausgeflogen, weil ich habe seit ein paar Minuten ein Standbild. Ein paar Minuten? Nö. Nö. Alles gut, aber ich... Wie heißt denn dein Drache? Geiler. Also ich bin beim Absteigen, habe ich ein Standbild bekommen. Steht einen Drachen jetzt gerade. Ich sehe ihn, er steht vor mir. Du stehst in der Luft stehen. Na, du stehst in der Luft, du wirst rausgeflogen sein. Dann schließe ich mal arg. Scheinen alle befüllt zu sein. Ja, ich verteile jetzt noch ein bisschen um. Dass wir ein bisschen gleichmäßigere Befüllung haben insgesamt. Huch, da war noch. Egal, da noch. Yoshi? Ja? Du hast jetzt aber nur kleine Drachen von dir mit, ne? Ja, das waren die kleinsten. Okay, ich wollte mal wissen, dein größer, mit dem du immer farmen gehst, wie viel Damage hat der? Ich glaube... Ja, ich hab den 415 Prozent. Oh Mann, ich will den nicht verlieren. Ach, Elo. Dann hau halt einfach ab, wenn's knapp wird. Eben, das ist jetzt sowieso die Taktik. Wir bauen uns hier drum auf. Alle mit den Drachen nagen drauf rum. Die Blitzdrachen dürfen auch entsprechend ihren Angriff machen. Der macht Sinn. Und wer halt Schaden hat, fliegt los mit seinem Drachen, fliegt weg und heilt sich erstmal ein bisschen hoch mit dem Fleisch, was er hoffentlich dabei hat. Aber und bitte dann nicht direkt zum Bettenhaus rüberfliegen, falls eventuell Zombie-Wibern in der Nähe sind. Bitte auch nicht unbedingt zum grünen Obelisken. Ach, wo ich lande. Genau. Direkt in die Base rein, ja. Also, blauer und roter Obelisken ist freigegeben, der grüne ist gesperrt. wegen Umbauarbeiten. Na, wir haben ja schon alle eingebaut, da kann relativ wenig passieren. So. Ja, ich denke, jetzt sind die Schüsse halbwegs vernünftig verteilt. Ah, es geht einigermaßen. Es sind immer noch ein paar, die mehr haben, aber es ist egal. Das Gewitter scheint in Gange zu sein, weil es ist so stockdunkel hier gerade. Das stimmt. Aber nicht hier. Die Chabors sind ruhig, also können wir, glaube ich, ruhig loslegen. Ja, ja, man sieht nur nichts mehr. Das ist, man sieht gar nichts gerade. Ich starte gerade wieder, ne? Dann stell Gamma ein bisschen hoch. Ja, Gamma habe ich schon ein bisschen hochgestellt, aber es ist jetzt natürlich bei Gewitter extra dunkel. Gut, dann alle auf die Drachen, die Turrets sind bestückt, das Bettenhaus steht. Wie sieht's aus mit dem Raketenwerferhaus sozusagen, da wo Ying und seine Truppe stehen werden? Wir wären im Prinzip einsatzbereit. Okay, steht ihr oben auf der Plattform drauf oder wie ist euer Plan? Ja, solange man uns lässt. Ist okay. Dann stellt ihr euch oben drauf, wir stellen die Drachen davor. Gut, und ich bin auserkoren, um den Lockvogel zu machen, war vorhin. Du mach mal, ja. Weil es ist schon 2:20 Uhr, wir müssen jetzt loslegen. Richtig, und das machen wir in der nächsten Folge. Ja, den würde ich aber runterstellen. Ja, die Vögel bringt zum Bettenhaus. Die Vögel zum Bettenhaus, alles was sicher sein sollte, zum Bettenhaus. Und dann bauen sich die Drachen bitte... Hinter der Düne, wo die zwei Drachen so, rumstehen. Jetzt mal bitte Folgendes noch machen. Wir bauen die Drachen bitte so fächerartig auf. Mhm. Dass man so schräg wie ich hier stehe, parallel neben mich, Danu. Mach mal so. Dass wir hier so ein Empfangskomitee machen. Hier ein bisschen zurück noch. Noch zurück. Dass man eben, weil der ist groß. Der ist wirklich groß. Ja, ich weiß. So, dass wir da so einen Halbkreis machen. Mit dem Haus als Mittelpunkt sozusagen. Weiter raus. Es gibt ihm so einen richtigen Fächer. Wer ist da ganz rechts? Yoshi, noch weiter raus, weiter zurück. Oh, okay. Weiter zurück, genau. Im Zweifelsfall müssen wir dann näher. So sieht's ganz gut aus. Ja. Noch ein bisschen zurück, die letzten immer. Und ruhig dichter beisammen. Ja, also richtig dicht beisammen packen. Okay. Das bauen wir jetzt noch alles auf, das machen wir noch ein bisschen offscreen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann heizen wir dem Alten hoffentlich ordentlich ein. Also, drückt uns die Daumen, Wetten werden noch angenommen, ich bin gespannt auf eure Kommentare, haut fleißig rein, was ihr glaubt, ob wir es diesmal schaffen. Ich bin zuversichtlich, ich hoffe ihr auch. Bis dann, ciao. 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 Tschüss. Noch einer? Nee, kann ich jetzt auch? Tschüss. Ah.